In Kasan schien ein Rücktritt eine ernsthafte Option für ihn zu sein. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird auch in Zukunft von Joachim Löw betreut. Der Bundestrainer will den Neuaufbau nach dem Vorrundenaus bei der WM in Russland selbst vorantreiben. Joachim Löw will seinen Traumjob weiter ausüben, auch wenn er den Neubeginn nach dem historischen Vorrundenaus in Russland mit einem schweren WM-Rucksack angehen muss. Nach einigen Tagen Bedenkzeit im Anschluss an den Tiefpunkt der Nationalmannschaft beim blamablen 0:2 gegen Südkorea übermittelte der Bundestrainer dem Deutschen Fußballbund, der FB, seine Entscheidung zum Weitermachen. Nach deutsche Presseagentur-Informationen tat Löw dies bereits am Montagabend. Zur Mittagszeit berieten zunächst der DFB-Präsidialausschuss um Präsident Reinhard Grindel, Vizepräsident Rainer Koch und Generalsekretär Friedrich Curtius bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung gemeinsam mit Teammanager Oliver Bierhoff und Löw. In der Sitzung sollten Bierhoff und Löw dem DFB eine erste Analyse vorlegen, warum es zum WM-Unfall gekommen war. So hatte es Grindel nach der Rückkehr des Nationalteams aus Russland angekündigt. Und dann wird sich der Bundestrainer auch zur Zukunft äußern. Aus der Bundesliga reagierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als erster Spitzenvertreter. Jeder, der die Szene seit vielen Jahren kennt, konnte daran riechen, dass es genauso kommen wird. Das war für mich keine Sensation. Vorher hatte es aus der Liga keine Rücktrittsforderungen an Löw gegeben. Löw will nach dem ersten Turnierfiasko seiner Amtszeit auch die Wende herbeiführen. Er traut sich den schwierigen Neubeginn zu. Am Vormittag waren ebenfalls Berichte aus internen Mannschaftskreisen bekannt geworden, die Löw und Bierhoff Selbstüberschätzung und daraus resultierende Verantwortung für das desaströse Abschneiden in Russland vorwerfen. Jedoch habe Löw nur direkt nach dem krachenden WM aus Löw ernsthafte Zweifel gehabt. Er müsse sich erstmal sammeln. Er erbat sich Bedenkzeit. Am Tag danach kündigte er nach der Landung auf dem Frankfurter Flughafen tiefgehende Maßnahmen an, dachte aber wohl schon da nicht in erster Linie an sich selbst. Löw ist der erste Bundestrainer, der sich nach einem Vorrundenaus bei einem Turnier im Amt halten könnte. Jupp Derweil, 1984, Erich Ribbeck, 2000, und Rudi Völler, 2004, mussten jeweils nach einem K.O. in der Gruppenphase bei EM-Endrunden ihren Posten räumen. Oder taten das freiwillig? Völler etwa wollte am letzten deutschen Tiefpunkt den Weg für einen unbelasteten Neuanfang Richtung WM 2006 freimachen. Löw will wagen, was bei Berti Vogt vor 20 Jahren schiefging. Nach dem Viertelfinal aus bei der Weltmeisterschaft in Frankreich machte der Europameister von 1996 zunächst weiter. Das hinausgeschobene Vogtsende kam aber schon Anfang September nach einem enttäuschenden 2:1 gegen Malta und einem 1:1 gegen Rumänien. Erich Ribbeck übernahm. Löws Neustart erfolgt ebenfalls im September. Am 6. September empfängt der gestürzte Weltmeister in München Frankreich im Rahmen der neuen Nations League. Drei Tage später ist Peru in Sinsheim Testspielgegner. Es braucht klare Veränderungen, sagte Löw. Grundsätzliche Zweifel an sich und seinem Kurs äußerte er nie. Wir haben jetzt 14 Jahre den Weg nach oben gemacht. Wir haben, glaube ich, die konstanteste Mannschaft gehabt in den letzten 10 Jahren. Löws Vertrag hatte ohnehin noch eine Laufzeit bis zur nächsten WM-Endrunde 2022 in Katar. Quelle, NTV.D. Der Kontrakt mit Löw war von der FB-Chef Grindel erst Mitte Mai vorzeitig um weitere 2 Jahre verlängert worden. Die Verbandsführung hatte bereits am vergangenen Freitag in einer Telefonkonferenz dafür votiert, trotz des WM-Debakels mit Löw weitermachen zu wollen.